Nee, in die Galerie gehe ich heute nicht rein. Es ist auch ein bisschen früh. Das soll von innen toll aussehen, das Kaufhaus. Also viel Autoverkehr ist in Paris ja nicht. Das Ziel ist Sacré-Cœur. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Die Kirche heißt Notre-Dame de Lorette. Sieht aus wie so eine römische Tempel. Gebaut worden ist die Kirche 1823. Mal einen kleinen Blick reinwerfen. Ich finde ein sehr schöner Baustil. In Paris kann man die meisten Sachen ja zu Fuß machen. Wenn man gut zu Fuß ist. Hier riecht es lecker nach Hähnchen. Schnell vorbei. Ab und zu muss ich mich wieder orientieren. Ich muss die Rue Galliers runter und da kommt so ein Theater. Das ist mal ein heißer Ofen. Langsam wird es mir auch warm, es geht nämlich immer leicht bergauf. Die Häuser bewundere ich hier. Fällt mir besser als der Bauhausstil. Was ja hier auch auffällt, gibt es ja sehr wenig Verkehr. Der Stadtkern von Paris ist ja nicht so groß, der ist 106 Quadratkilometer. Das ist ungefähr so viel wie die Stadt Koblenz. Aber nur 12% von der Fläche von Berlin. Noch ein paar Sträßchen, da bin ich in dem Theater. Gefunden. Das ist das Sacré-Cœur nicht mehr so weit. Ein Gässchen durch. Ich bin ja am Fuß von dem Berg, wo die Kirche drauf steht. Das ist eine Schrägseilbahn. Gibt es aber erst seit 1991. Die Chinesen können nur 60 Personen damit fahren. Und 2000 zur Stunde. Aber für die paar Meter war es ganz schön teuer. Guck mal, wo es hier irgendwo Treppen gibt. Für Leute, die gut zu Fuß sind, ist das schon eine tolle Sache. Zur linken Seite hier geht ja eine Treppe rauf. Ne, von der Seite wollte ich jetzt rauf hin. Jetzt bin ich wieder zurück zum Platz. Das Karussell, was hier steht, das gefällt mir.
Schon beeindruckend, die Kirche. Wie man sieht, ist ja leider hier nichts los. Vielleicht eher am späten Nachmittag. Aber die Blümchen, die duften. Wenn die im Betrieb gewesen wäre, dann wäre ich auch mal mitgefahren. Und hier auf der rechten Seite füllt ihr den Weg rauf. Der geht auf eine Terrasse. Bei der Kirche macht der Treppensteigen noch umso mehr Spaß. Ja, viel frischer wie heute Morgen sehe ich ja jetzt nicht aus. Das ist das Gegenstück zur Mona Lisa. Das Wetter spielt ja auch heute mit. Auch noch hier einen kleinen Park. Dann gucke ich mir den Park doch mal an. Sieht aus wie Baumstämme, das ist aber Beton. Hier wird gerade ein Werbefilm gedreht. Bisschen was die Aussicht genießen. Gebaut worden ist die Kirche aus Traventin. Das ist so eine Marmorart. Im byzantinischen Stil. Die Vorlage war die Hagia Sophia. Der Grundstein wurde 1875 gelegt. 1920 war die dann fertig. Das sind nur noch alte Rennräder. Den Blick muss man einfach mal genießen. Bevor ich mir die Kirche jetzt von außen richtig anschaue, versuche ich da mal reinzugehen oder besser gesagt raufzugehen. Das mache ich aber jetzt erst im nächsten Teil. Bis dann.